Hallo, grüß euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Habt ein paar vernünftige, gute Vorsätze, wie zum Beispiel mehr schöne Spaziergänge machen oder hin und wieder mal einen guten, selber gemachten Kuchen backen mit guten Zutaten aus fairer Bio-Landwirtschaft, so wie ich das immer mache. Heute zum Beispiel mache ich ein Bananenbrot. Und da sind die Zutaten dafür. Wir brauchen eine Eierlein, eine Butter, einen guten Kokosblütenzucker oder Honig zum Süßen, Vanillepulver, ein bisschen Milch, ich habe Hafermilch genommen, ein Mehl, da habe ich Dinkelmehl und Hardenmehl, also wir in Kärnten sagen zum Buchweizenmehl, Hardenmehl, habe ich gemischt 1:1, Weinsteinbockpulver, Bananen, eine gute Zartbitterschokolade, da wie immer Fairtrade Bio vom Zotter und ein bisschen Salz. Zuerst einmal geben wir das Weinsteinbockpulver und das Mehl. Am besten ist natürlich frisch gemahlenes Mehl, so wie man am liebsten. Dann als nächsten Schritt hacken wir die Schokolade. Es ist immer eine Freude, den Riegel da rauszupacken. Ich habe da eine 80%ige genommen, also ich würde vorschlagen eine 70%ige mindestens. Ja. Nach oben hin dann keine Grenzen. So am Grobpacken. Nächster Schritt, die Bananen mit der Gabel einfach schön zerdrücken, so dass so ein Püree entsteht. Die Bananen müssen schon gut reif sein. Dann ruhig ein bisschen Braunsäure bei der Schale, wie ihr gesehen habt. Weil wenn sie nicht so reif sind, dann könnt ihr das vergessen. Die müssen richtig weich und süß sein. So, das hätten wir jetzt vorbereitet. Backrohr nicht vergessen, einschalten. 180. Gut, und jetzt fangen wir an mit den Eiern, die trenne ich. Das ist so mein Trick. Das mache ich eigentlich fast bei jedem Kuchen, wo Eier drin sind, dass ich die Dotter und die Eiweiße trenne, weil wenn man das Eiweiß getrennt aufschlagt und dann zum Schluss unterhebt, dann wird jeder Kuchen viel fluffiger. Wichtig ist, dass alle Zutaten schön warm sind, also Zimmertemperatur haben mindestens, weil, also vor allem die Butter und die Eier und auch die Milch, weil sonst dann ergibt das beim Mixen keine cremige Substanz. Die Butter fluckt dann so komisch, wenn sie eiskalt ist und verbindet sich nicht mit die Dotter. Also schon, sollte schon eine Zeit lang heraus sein aus dem Kühlschrank, wenn man es verwendet. Zu den Dottern kommt der Zucker und das Vanillepulver und die weiche Butter. Und das wird jetzt einmal schaumig gerührt. In diese Masse jetzt kommt eigentlich alles, was wir da vorbereitet haben, eine. Der Bananengatsch. Unterheben. Ich kann gleich die Milch auch dazu tun. Und die Schokolade. Einfach, dass alles einmal gleichmäßig verrührt ist. Und jetzt kommt der Eischnee dran. Wichtig, dass die sauber sind wieder, da diese Mixer-Dinger. Das ist ganz wichtig, sonst gibt es keinen Schnee. Mit einer Prise Salz. Zwei Prisen, so. Tun wir das Steifschlagen. Das ist dann steif genug, wenn es nicht mehr rausfällt. So, und jetzt gehen wir es an mit dem Mehl. Mehl und Eischnee wird da jetzt abwechselnd unterkommen. Ein bisschen Milch ist parat, falls das zu fest wird, geben wir einfach ein bisschen Milch noch dazu. Übrigens, Bananenbrot sorgt für gute Stimmung im Winter, weil nämlich in den Bananen und in der schwarzen Schokolade ist Tryptophan drinnen. Das ist ein Vorstufe oder Baustein vom Glückshormon Serotonin. Und wenn ihr dann vielleicht noch klein gekochte Datteln reingibt, die sind nämlich auch sehr tryptophanreich, dann habt ihr da wirklich so ein Soulfood, wie man so schön sagt. Das ist genau richtig, da brauchen wir keine Milch mehr. Perfekt. Alles schön untergehoben und jetzt kommt es in eine Form. Befettet und bemehlt, eine Kostenform habe ich da. Dieses Bananenbrot hat der Matthias so gern, dass ich es ihm zu seinem letzten Geburtstag gemacht habe. Allerdings in einer runde Springform gefüllt, sodass er auch Torten gehabt hat. So, ab damit ins vorgeheizte Backrohr, auf so mittlerer, nein, unterer Schiene eigentlich, unter bis mittlerer Schiene. Und ja, ca. 50 Minuten. Jetzt sind 45 Minuten vergangen, aber der schaut schon so verdächtig und fertig aus. Stift mache ich das, ich stift da rein. Und wenn es oben ist, dann ist der Kuchen fertig. Wenn was oben bicken bleibt, dann ist er immer noch gatschig und dann ist es noch
länger drin lassen. Riecht das ganz ausgezeichnet. Ich lasse ihn jetzt einmal ein bisschen kühler werden natürlich, dann tun wir ihn raus und verkosten ihn. So, und jetzt außer damit. Da. Tun wir gleich so her. Das beißen wir rein. So, den rund schnell weg. Obwohl der ist eh knusprig. Dann muss er ja mal zusammen. Zuerst, wie es da drin ausschaut. Marvin, ich wüsste jetzt, wie das riecht. Pflaumig. Eierquellen. Schokolade. Und der Bananengeschmack. Da haben wir ein richtig gutes Bananenbrot. Jetzt haben wir ratzfatz ein Bananenbrot gebacken. So leicht und so schnell, wie das gegangen ist. Also sehr zu empfehlen für jeden, der es ein bisschen einfach macht in der Küche. In Anfängerkuchen quasi. Das genaue Rezept findet ihr wie immer im Link in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr einen schönen Start in den Jahr habt und euch einfach nicht zu viel Kopf mit Vorsätzen macht, sondern einfach glücklich seid. Also bis zum nächsten Mal. Vierte!